Das müsste man ja eigentlich jeden Bereich untersuchen. Das dauert Stunden, wenn nicht Tage. Ich glaube, ich hatte das damals dann in einem Club Nintendo Magazin gelesen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Das ginge natürlich damals auch, als es noch kein, als nicht jeder von uns Internet hatte. Ja, die sind manchmal ein wenig kopflos. Und sie, glaube ich, die können momentan mit einem Schlag töten, soviel ich weiß. Weil die mindestens zwei oder drei abziehen an Lebenspunkten. Und das ist scheiße. Zumindest jetzt. Aber hier können wir uns dann... Ja, bist du das? Nö. Die wurden gefangen und da reingeworfen. Ja, ist mir egal. Ihr kommt hier nicht raus. Nein, ist das das Haus hier? Nein. Wo ist es denn? Gibt es hier die Flaschen für Talisman-Aktion? Nee, Passwort brauche ich auch nicht. Wir spielen es eh am Stück durch. Das dauert doch nicht lang. Gut, hier geht's weiter, aber... Ja, wir kämpfen erstmal. Man kann übrigens, wenn man den Projektilen dann aus dem Weg geht, also aus dem Bild, wenn man so will, den Kampf vorzeitig abschließen. Ansonsten müsstet ihr einfach warten, bis die Dinger aus dem Bild raus sind, aber wer will das schon? Soll ja alles schnell gehen. Okay, ist was anderes. Geister. Die nix können. Außer uns vielleicht ein Bällchen entgegenzuschleudern. Was soll's, ne? Da wird die Essenz des Soul Streams. Gut, und weiter geht's hier jetzt, ne? Der Bursche droht uns, dass wir nicht lange genug leben, um diese Flügel benutzen zu können. Ich habe ja so eine Angst. Sehr gut, dass er da stehen geblieben ist. Da standst du jetzt auch wirklich perfekt. Dafür gibt's nur zwei Flaschen. Ja, unsere Flügel kämen wir nicht hier rüber. Absolut nicht. Aber wir kämen auch ohne die Flügel gar nicht mal hierher. Was dann nämlich dieser eine Geist nicht durchlassen würde. Na, ich lieber ein bisschen weiter oberhalb fliegen. Ich traue der Lava nämlich nicht. Die ist tödlich. Ach. Immer so viele Zufallskämpfe. Das ätzt. Ach komm hier. Was? Vor allem, es ist immer dasselbe Prozedere. Das fühlt so oft. Gut, gehen wir hier runter. Ich glaube, wir sind sogar schon fast bei der Hälfte des Spiels. Ja, das haut müsste ungefähr. Ein Drittel bisher geschafft, mindestens. Jetzt geht's auf in den Palast von Darkuan. Wie mit einer traumhaft schönen Musik. Übrigens, das hier auf dem Boden, ich werfe das hier mal ein, das sind Fallen, nicht drauftreten. Da kommt nämlich Feuer, ja, eigentlich käme hier Feuer. Hat wohl eigentlich, aber irgendwie... Das hat wohl gerade keine Lust. Das hier? Ja, das mag. Und hier sind die Böcke, die wir den Blockbuster... zerstören können. Ohne runterzufallen, bitte. Und zwar... Ach, ein extra Leben war das. Auch nett. Ich nehm's. Kann man nie genug von haben. Ich glaube, wenn wir hier runtergehen... und euch zwei Frösche zerstören...
Jungs, ist diese Falle hier die Kugel über euch aus. Also nicht drauf treten. Das wäre nicht klug. Gut, hier müssen wir rein. Aber, na gut, das Herz brauche ich nicht wirklich, aber komm. Für den Spaß. Upsi. Die Plattform hat eben am Boden noch so ein bisschen gewackelt, ne? Habe ich genau gesehen. Das ist hier eine Hassstelle in diesem Level. Habe ich früher schon nicht gemocht. Der Wind. Aber eine sehr schöne Idee. Auch wie sich hier die Grasbüschel da mitwehen. Und man hat wieder... Ja, das ist auch wieder so was Capcom-typisches. Also ich erinnere mich nur an Mega Man 2, an das Level von Airman. Da hatte man ja auch ein wenig diese Luftzirkulation, die einen entgegenkam. Komm, ich nicht runter. Ich hab Angst vor den Kerl momentan. Sehr schön, der ist tot. Das Herz brauche ich gerade nicht. Oh Gott, habe ich den Blitz gerade erschreckt. Ja, ist ja gut, Gewitter, ist ja gut. Wie kann ich die Kugel da gehalten werden? Das ist ein Verstehen. Die Blitze sorgen wirklich für eine tolle Atmosphäre. Mit dem Wind zusammen, ne? Ja, Capcom, Lob an euch. Falls gerade irgendeiner von Capcom mit zuguckt, was ich aber eher nicht so glaube. Ich meine, für die damalige Zeit und dann auf die Idee zu kommen, hier das mit den Wolken im Hintergrund und dann das auch noch mit dem Blitzen, das passt alles so wunderbar. Wie der Boss heißt. Da bin ich jetzt gerade auch überfragt. Es ist Zeit für die Essenz des Soul Streams. Die könnt ihr einmal zum Kampfbereich nutzen. Sei es ein kleiner Kampf oder ein Bossfight hier oder eben so eine ganze Sequenz, wo man lang muss. Scheiße. Geh drauf. Wieder. Er ist ein bisschen hartnäckig hier. Also. Geht doch! Füge sich seinem Schicksal. Schön. Ich habe es übrigens einmal geschafft, beim Bosskampf noch vom Geschoss des Gegners getroffen zu werden, als er krepierte. Ist auch kapiert. Und dann ist das Spiel irgendwie aufgehangen. Das ist natürlich ein sehr frustrierender Moment, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt ja sowas wie Universalpasswörter. Wie FFFF, FFFF. Probiert's aus. Überrascht sein, wo ihr landet. Mit K gibt es genauso. 4x K, dann ist der Bindestrich da und dann nochmal 4x K. Ach ja. Ich glaube, mit einem Passwort lernt man kurz vorm Schluss irgendwo in der Stadt. Mit allen Waffen und allen Zaubern, die man so lernt. Angriffe. Bis auf das letzte, was man noch bekommt. Dessen Namen ich mal jetzt nicht nenne. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Na, der Aquan gibt eine letzte Kraft. The power of the king flows into your body. Yeah. Nets and wings become stronger. Schön. Was so viel heißt wie länger fliegen und höher springen. Tschüss, Dakuan. Die werden wir nicht mehr wiedersehen. Nicht so schnell. Ihr seht, unsere Flugzeit ist ganz schön, ja, lang. Und wir kriegen, glaube ich, noch einmal ein Upgrade dafür. Und wer jetzt schlau ist, der kann sich schon denken,
wie lange wir dann fliegen können. Ganz genau. So lang. Ich glaube, hier können wir auch was holen. Und zwar bei dem Typ da oben links. Nicht. Irgendwo ist doch noch so ein... Wo war denn der? Falsche Stadt? Kann sein. Da gibst du das Passwort, interessiert mich nicht. Ach man. Gehen wir weiter. Die Stadt ist unwichtig. Die hier ist es. Wo ich hoffentlich finde, was ich zu finden vermute. Na komm schon. Die Siegesmusik ist immer so lang. Da sind wir richtig. Hi. Ja, ich bin Firebrand. Try your skill against me. Den sie wird zum einzigen, ersten und letzten Mal hier. Und das ist nicht schwer. Einfach drauf. Einfach nur drauf feuern. Die Rüstung von Geil. Yeah. Ja, also ich denke mal, da hatte Capcom sich schon einen Katalog angefertigt für Charaktere in Spielen. Nun haben wir hier 4 Lebenspunkte. Mehr will ich in der Stadt auch gar nicht holen. Jetzt sind wir in der großen Wüste. Mit, ja, den typischen Gegnern eigentlich. Die sind doch kein Problem, also, ja. Laufkutsche. Eine Flasche, yeah. Folge der Flasche. Wir müssen da in dieses mittlere Stück, in dieses Loch, oder was es ist. Die langweilen mich. Die langweilen mich wirklich. Ja, es ist ja wirklich immer dasselbe. Und ich weiß auch nicht, also das ist so einer der wenigen Schwachpunkte des Spiels. Das hätten sie echt irgendwie abwechslungsreicher gestalten können.